Ja, schönen guten Tag. Diesmal geht's auf einen Stadtflohmarkt, nach Feierabend allerdings. Und ich habe die Kamera diesmal etwas anders eingestellt, ihr werdet das hier gleich sehen. Hier an einem Händlerstand, ein paar Nintendo-Spiele. Ihr werdet das gleich sehen am oberen Bildschirmrand, wenn ich da quasi offscreen weitersuche. Das hatte den Hintergrund, dass hier in dieser Stadt sehr viele Vertreter vom Ordnungsamt unterwegs sind, die sehr, sehr penetrant sind und immer wieder da mit Bürgern aneinander geraten. Und da wollte ich halt nicht das unbedingt riskieren. Ihr habt das auch bei einigen YouTubern inzwischen schon mitbekommen, dass die Leute da so ein bisschen allergisch reagieren, wenn man da mit der Kamera unterwegs ist. Und das wollte ich dann doch vermeiden. Ja, hier ein paar Super Nintendo Spiele, dass ihr da mal so ein paar Preise sehen könnt, habe ich mal ein paar rausgezogen. Daneben Wii U. Ah, da sieht man es leider übers Bild hinaus, aber ich dachte mir, besser ein bisschen was als gar nichts. Ja, PS4, auch da nochmal der Blick rein. Aber wie gesagt, Händlerstand. Relativ uninteressant. PS3 habe ich gar nichts mit zu tun. Und dann gehe ich mal wieder. Hier eine Diskussion um eine Wii U. Die kostet 145 mit den beiden Spielen FIFA 13 und Mario Kart 8 und dem Mario Kart. Also und sicher dem Karton, ne? Oder? Genau, ja, aber das Splatoon ist nicht dabei, weil das war nur ein online einlösbarer Coupon und mein Sohn hat das von seinem Kumpel gekauft. Ah, und dann mussten die ein neues Konto anmelden, dann konnte man irgendwie das Spiel. Nur mal rein zur Info hören, ohne Kaufabsicht. Okay, Dankeschön. Ja, Hörspielkassetten, immer reingucken. Leider auch hier kein Motu, kein Bravestar, Carrera, Playmobil. Nichts für mich dabei, leider. Da auch nicht im Koffer. Oh, halt. Da nochmal der obligatorische Blick in die DVD-Kiste. Oh ja, und ein ganz, ganz trauriger Stand, ne? Spiele im Zustand wie der Tisch auch verwaist, da fühlt sich irgendwie niemand für zuständig. Ja, Gameboy-Spiele, blau. Ihr wisst, ich bin kein Zustandfetischist, aber das war selbst mir zu viel. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie so von der Stadt. Ja, gibt es ja auch diese Bücherkisten, wo man sich da was nehmen kann. Vielleicht war das jetzt hier auch sowas. Also so ungefähr kam es mir vor. Auch da schaue ich nochmal drüber. PS1 ist ja genau meins, aber... Nee, danke. Dann will ich auch gar nicht fragen, was das kostet, ne? Selbst wenn es nachgeschmissen wäre, was es wahrscheinlich nicht ist. Sonst leckt das Zeug nicht mehr hier. Ist das uninteressant. Dann noch ein bisschen Atari. Und Konsolenzubehör. Super Nintendo-Spiele. Aber lass mal. Ich denke, es gehört hier zu diesem Playmobil-Stand. Feuchtgebiete. Oh ja, interessiert heute auch keinen mehr. Ja, hier mal ganz interessant. Oh, Händlerstand. Auch hier mal wieder die ganzen Label der Spiele schon im schlechten Zustand. Das für das 20, das ist 25. Okay, ist ein Unterschied oder was? Das ist Unterschied ist der 5-Euro-Karton. Ja, interessant hier. Die Leute stehen an diesem Händlerstand in zweiter Reihe. Habe ich so noch nie gesehen. Ist wirklich schwer, da durchzukommen. Ich mogel mich da mal so ein bisschen zwischen. Aber habe auch da nicht die Absicht, da mich länger anzustellen, um an die Sachen ranzukommen, die mich interessieren. Nur mal so der Blick drauf. Also da war ich echt platt. Das sind ja die Stände, wo du normalerweise, also viele von uns, dran vorbeilaufen morgens. Aufgrund der Preise. Aber hier, wie gesagt, in zweiter Reihe standen die Leute an. Ja, da haben wir ein bisschen Zubehör, Konsolenzubehör und da sehe ich doch einen Controller für die Wii. Wollte ich mir auch nochmal einen zulegen. Verkaufen Sie den einzeln? Zufällig. Ja, kann man die auch Steuerung. Kann man auch mal. Wollen Sie dafür haben? Ich habe die gleiche verkauft, jetzt vorhin 15 Euro.
15. Jetzt sind wir beide für 15 verkauft. Ja. Ohne kann man mit 14er machen, aber mit dem Dings. Die Frau will mir weismachen, dass diese Gummischutzhülle ein 5er wert ist. Nee. Okay. Danke, tschüss, ciao. Hier auch nochmal der Blick in die Kisten, aber wenn die Preise da ähnlich sind, dann. Also wie gesagt, das kann man bei Kleinanzeigen da jederzeit für dieses Geld holen. Nee. Lass stecken. Ja. CD-Kisten auch mal reinschauen. Wenigstens mal überfliegen. Ja, die DS-Reste hier. Diesen Mädelsstand. Da unten noch ein bisschen PS2. Laufe ich jetzt einmal um die Dame rum und guck da auch mal rein. Ja. Auch was über war, was keiner wollte. Mikrofone. Das sind mir alles nicht. Buzzer und Mikrofone. Nee. Hier so eine Lightgun. War, glaube ich, auch für die PS2. Ja, kann man angucken. Hörspielkassetten, auch wieder nichts für mich. Lustige Taschenbücher. Schleich. Und hier ein wirklich sehr schöner Stand. Da sieht man zum Beispiel von Matchbox diese Steckfiguren, diese alten aus den 80er Jahren. Faller. Hellboy. Original verpackte Hook-Figur. Star Trek, Garfield, Star Wars-Figuren, da die alten Matchbox. Da dieses Aufziehteil vom Lego hatte ich damals auch. Mit diesem Aufziehschlüssel. Aber da reicht es mir, das zu gucken. Ne? Also da muss ich nicht noch Zeug von anschleppen. Ich liebe das ja. Ja, Spiele an einem privaten Stand. Schauen wir mal. Da hatten wir für Mega Drive. Also der Markt fing um 6 Uhr an, habe ich später an dem Stand gehört. Und jetzt hier etwa gegen 15 Uhr bin ich da. Da ist normalerweise das meiste längst an Händlerständen verschwunden. Hatte mich überrascht, dass hier überhaupt noch was liegt. Da haben wir auch noch für die PS1 Theme Park. Und ein 007-Titel. Man hätte die Hüllen dann austauschen können und für den Preis, den die Dame da möchte, mitnehmen können. Da wäre das zum Beispiel 2 Euro. Da wäre das Theme Park eigentlich eine gute Sache gewesen. Für den Color? 4. Aber hab mich jetzt nicht so gereizt. Ja, ein Color-Spiel für 4 Euro. Sealed, Captain Blaubeer. Natürlich kein Kracher, das Spiel. Aber ich habe mir gedacht, 4 Euro... für ein Gameboy Color Spiel sealed, komm, nimm mit. Bevor du mit leeren Händen gehst, nimm mal mit. Und dabei bleibt es dann auch. Ich hab's noch ganz klein. Tut mir leid. Hier, es geht noch ein. Offensichtlich ein Captain Blaubeer-Fan gewesen. Aber zum Zocken hat es irgendwie nicht mehr gereicht. Das war's? Ja. Vielleicht fühlte sich das Kind auch ein bisschen gequält von dieser Lampe. Man weiß es nicht. Oder es hat sich nicht benommen. Keine Ahnung. Komm, den Euro kannst du behalten. Danke. Man muss auch gönnen können, Leute. Falls halt wieder die Frage kommt, hier nochmal rauchen, aufhören und sowas. Für den DS. Ja, und dann noch ein schöner Stand von einem Sammler. Da haben wir mal ein paar PS2-Titel, die man nicht ständig auf Flohmärkten sieht. Aber um die Zeit, wenn das noch da liegt, wird es wahrscheinlich auch dementsprechend kosten. Überhaupt, was er da hat. Und naja, gucken kann man trotzdem. Da, ein paar Controller. Hier Xbox-Titel. Dann für die Wii noch was. Und PS1. Was mag's kosten? Was kosten die Spiele? Unterschiedlich. Von bis, das zum Beispiel. Preise fangen hier ab 5 Euro an. Alles unterschiedlich, leider ohne Preise. Finde ich immer ein bisschen doof, wenn man alles hochhalten muss und erfragen muss. Das? Auf 5. Auf 5. Also alles, was ich ziehe, kostet 5er. Das ist doch schön, ne? Weil dann braucht man ja gar nicht diskutieren, wenn man die, gerade die günstigsten Titel rauszieht. Auch eine nette Taktik. Aber ich finde, ein 5er finde ich auch in Ordnung. Es hat hier mehr Händlercharakter. PS2? Das ist okay. Von? Alles unterschiedlich. PS3 habe ich. Nee, hier die PS. Da ist der Schiff. Der Gott ist nicht für die PS3.
Das Blech auf das Feld. Also Manhunt zum Beispiel kostet 30. Aha, Manhunt 30. Das sind auch nur noch die letzten. Das sind die letzten. Also viel ist ja im Stand, das sind die letzten Exemplare. Ich finde, da kann man Sticker drauf machen, oder? Oder das so ein bisschen ungefähr nach Preisregion einsortieren, finde ich. Also das immer hochhalten und fragen, finde ich lästig. Das ist dein Stand, ne? Hier. Da seht ihr das wieder letzte. Was findest du denn toll? Ja, da war mir die Hülle und der Zustand nicht so genehm. Aber Crow für einen Fünfer kann man auch machen. Klar, kann man auch für 50 Cent irgendwo finden, ja. Ja, hier auf diesem Tisch dann die Crème de la Crème an seinem Stand wahrscheinlich, nehme ich an. Die höherpreisigen. Motu, wie geil! Sido kommt mir bekannt vor, genau wie sein Kompagnon. Könnte mal meins gewesen sein. Was kosten die Figuren? Die sind ab 5 Euro auch. Ab 5? Ja. Für den Spyco ohne Beine? Ja, ich nehme an, mehr für die NA-Figuren oder den 2000-Trixer. Was ist das? Battle Armor, glaube ich. Battle Armor He-Man hieß der. Der Beastman 5-5er mit einer intakten Nase wäre super gewesen. Aber muss ich auch nicht mitschneiden. Kostet der Saturn? Der Sega Saturn kostet mit 2 Controllern und das beste Spiel. Ja, das Panzer Dragoon. 90 haben. Sega Saturn mit Panzer Dragoon für 90. Auch nur mal, um den Preis zu hören, kein Kaufinteresse. Nehme ich dann noch The Crow mit. Dankeschön. Und das war's auch schon wieder. Vielen Dank für Stand heute 800 Abonnenten und ich werde den Gewinner des 250er Abo-Specials wahrscheinlich am kommenden Wochenende ziehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bleibt doch am Ball, lasst gerne einen Daumen hoch da und wenn es nichts war, dann auch gerne einen Daumen runter. Bis denne!